So, wir sind wieder bei unseren Tricks angelangt. Wir müssen ja wirklich noch mal was tun, weil am Ende wollen wir den Besitzern ja eine kleine Show präsentieren. So, mit Oskar haben wir uns natürlich auch einen Trick überlegt. Und zwar bringen wir dem Oskar auf Kommando Schlafen bei. Ein Trick, der ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit und Intelligenz erfordert. Schlafen? Wie kann das funktionieren? Also ich möchte jetzt natürlich probieren, dass der Oskar von alleine auf die Seite fällt, ohne meine Mithilfe. Und ich habe das ja schon ganz gut vorbereitet. Ich teste es einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin, lass ihn natürlich auch Fehler machen. Ihr habt die Hand einfach nur mal hier unten. Und wenn er umfällt, da ist der Moment, gehe ich sofort hinterher, bestätige das, habe hier wieder meinen Intervall. Das ist der zweite Schritt, den ich hier trainiere. Und dann kommt wieder jetzt das Auflösen. Das war schon super. Ein super Training für Klein Oskar. Denn der 14 Wochen alte Schlingel tut sich schwer im Stillhalten. So, reicht mir immer kleine Teilziele erreichen. Das teilt sich in ganz, ganz viele kleine Schritte auf. Und hinterher bauen wir das wie so ein Puzzle zusammen. Und welchen Trick lernt Welpe Lisa? Für die Lisa haben wir uns einen ganz besonderen Trick überlegt. Und zwar wollen wir, dass die auf Kommando blubbern macht. Also das heißt quasi abtaucht. Also wirklich in das Wasser reinpustet, dass so Blubbern entstehen. Oha, eigentlich was für wagemutige Vierbeiner. Ob Lisa damit spielt? Zunächst aber mal ohne Wasser. Ja? Das heißt, wir stellen einfach erstmal die Schüssel dahin. Und die Lisa darf jetzt einfach, das kennt sie von zu Hause, das ist noch nicht so schwer. So, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Wasser. Ich kenne schon mal ein bisschen was. Genau, das heißt, ich kippe jetzt ganz kleines bisschen Wasser rein. Das dürfte, glaube ich, erstmal reichen. Zeigen wir das. Zack. Und. Ja, ist schon ein bisschen vorsichtiger. Ja, genau. Aber sie schafft es. Ja. Und wenn wir sehen, das war vorsichtig, dann machen wir es natürlich sofort nochmal. Ja. Aber entscheidend ist, sie hat sich das geholt, also hat Erfolg. Und jetzt sieht man schon direkt, beim zweiten Versuch wird sie da schon ein bisschen selbstsicherer. So, ich würde sagen, einmal steigern wir noch. Ein bisschen mehr Wasser. Jetzt kommt so ein bisschen die kritische Tiefe, wo das Leckerchen wirklich unter Wasser ist. Ja. Schafft sie es? Ja, sie blubbert schon. Ja. Sehr gut. Das ist schon mehr, als ich erwartet hätte fürs erste Training mit ihr. Die macht es richtig klasse. Guck mal, Lisa, guck mal. Wo ist es? Ja. Perfekt. Sehr gut. So, und sie belohnt sich damit. Und da, so würde ich es gerne jetzt erstmal stehen lassen. Und beim nächsten Mal machen wir dann mehr Wasser rein. Aber das wird auf jeden Fall super mit ihr funktionieren. Sieht jetzt schon klasse aus. Ne? Und die hat überhaupt keine Unsicherheit. Ganz super mutig, die Lisa. Ja. Ja.